Was geht, Leute? Ich hoffe, ihr habt Bock auf dieses Video, weil ich habe wirklich gar keinen Bock auf dieses Video. Vorsicht! Sie erleben nun eine echte Katastrophensendung. Für dieses Video sind wirklich viele Tränen von mir geflossen, aber keine Sorge, ihr müsst euch für dieses Video nicht mit Politik auskennen, weil das, was ich euch zeige, wird keine Politik sein. Es soll um die neue Wahlkampfstrategie der CDU gehen, denn wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, sind sie jetzt mittlerweile so weit unten, dass sie jetzt zu Sachen greifen, die noch nicht mal der Teufel benutzen würde. Hey, ihr alten Zerstörer. Und an der neuen, innovativen und kreativen Wahlkampfstrategie kann ja auch nur ein einziger Mensch an der Spitze sein. Und wer ist es Geringeres als Philipp Amthor? Und diese neue, vom Meister angeführte Wahlkampfstrategie nennt sich einfach nur CDU Connect. Hey, ihr alten Zerstörer. Wenn ihr nicht nur auf die richtigen Sachthemen zur Bundestagswahl setzen wollt, sondern auch auf ordentlich Schabernack beim Wahlkampf, jetzt Connect unterstützen. Habe ich das Video jetzt richtig verstanden? Wenn ihr nicht nur auf Sachthemen, also Inhalt setzen wollt bei der Bundestagswahl, sondern auch auf Schabernack, also übersetzt Müll, setzen wollt, dann setzt auf CDU Connect. Und sie haben nicht gelogen, das kann ich schon mal bestätigen. Sie haben wirklich die gewisse Dosis Müll, die sie mitbringen. Aber ihr wisst, wie ich bin. Ich will diesen Müll bis aufs kleinste Detail identifizieren und nachschauen. Deswegen gucken wir mal nach. So weit in der Geschichte zurück, dass ich das nicht mehr weiß. Okay, das sollte jetzt quasi lustig sein, ist ja, also ich will mir kein Urteil darüber bilden, weil ich meine, Witze sind immer subjektiv. Vielleicht hat das jemand von euch lustig gefunden. Schreibt mal in die Kommentare, fandet ihr das lustig? Aber ich fand eine ganz andere Sache lustig. Was macht der da am Ende? Ich dachte, da kommt noch was, aber da kam wirklich nichts. Da endet das Video. Das war ungefähr die gleiche Antwort von ihm, wie als ich ihn in meiner Story markiert habe. Da hat er eigentlich auch, obwohl er es gesehen hat, einfach... Da gab nie was. Wisst ihr, ich könnte das jetzt noch ewig durchkauen. Ich könnte euch die alle hintereinander abklappern, die Posts, die sie hochladen. Aber es würde nichts bringen, weil es ist immer gleich. Und deswegen wollte ich einfach nur fragen, bin ich einfach, besitze ich nicht die nötigen kognitiven Fähigkeiten oder warum finde ich nicht den Witz? Ich finde den Witz nicht. Ich verstehe dieses Bild nicht. Wo ist das ein Meme? Es ist einfach nicht mal Facebook-Humor. Ich verstehe es nicht. Dann könnte man meinen, die betreiben einfach Wahlkampf, was sie da versuchen. Und dann habe ich in die Caption geschaut und da stand, sie haben sich das Wahlprogramm der Grünen durchgelesen und es soll anscheinend nicht so gut sein. Deswegen wählt uns. Stellt euch vor, ich gehe einfach zu einem Bewerbungsgespräch, gehe in das Zimmer rein und sage, die Bewerber draußen sind schlecht, deswegen nimmt mich. Mein Gott, nochmal, warum? Bitte, ich verstehe es nicht. Ist das ein Argument? Ich will euch ehrlich gesagt mehr von diesen Posts ersparen. Wenn ihr alles sehen wollt, geht euch auf der Seite alles anschauen. Aber ihr braucht gar nicht kommentieren, dass es euch nicht gefällt oder sowas. Weil wenn ihr sagt, dass es euch nicht gefällt, gehen sie auf die Kommentare manchmal ein und dann ist es nur noch schlimmer. Egal, wer ihnen sagt, dass es nicht lustig ist, sie antworten einfach noch unlustiger. Diese Seite wirklich, ihr merkt, es hat mich einfach zum Verzweifeln gebracht. Geht da einfach nicht hin, lasst die Finger davon. Und als sie gemerkt haben, dass der Wahlkampf so nicht funktioniert, was macht man dann? Ja, man holt sich süße Tiere, denn das klappt im Internet immer. Fast immer. Stellt euch vor, es läuft so schlecht, dass ihr euch einen Hund holen müsst, damit ihr irgendwie noch die Wähler reinkriegt. Aber ein Kommentar hat es eigentlich relativ gut zusammengefasst. Nur weil ihr einen Hund habt, heißt es nicht, dass wir euch wählen. Egal, die CDU Connect-Memes retten das wieder, ne? Also ist nicht schlimm. Naja, da es mit diesem Hund vielleicht nicht geklappt hat, klappt es ja vielleicht mit dem anderen Amthor. Ja, der hat einen Twitch-Livestream gestartet für CDU Connect, wo er unter anderem ein bisschen gezockt hat, Fragen beantwortet hat und so weiter. Und dafür hat er sehr, sehr, sehr viel Shitstorm einkassiert. Es hat alleine damit angefangen, dass sie erstmal alle Zuschauer 35 Minuten lang ungefähr warten lassen haben, wo sich alle ganz schön aufgeregt haben, während sie gewartet haben und dann auch sauer in den Livestream reingegangen sind. Ich wollte euch den ganzen Livestream auch ersparen, wie die ganzen Memes. Deswegen habe ich euch wieder das Beste nur rausgeschnitten. Ein paar Sachen, die ich entdeckt habe. Ich wusste selber nicht, was das ist. Ich war ein bisschen verstört. Aber diese Reminiszenz... Habt ihr das gehört? Hab nur ich das gehört? Oder kennt ihr diesen einen Freund, der immer so mit seinem Headset sitzt und immer so redet? Genauso war das ungefähr, bloß dass er sehr komische Geräusche die ganze Zeit gemacht hat. Aber das ging über eine Stunde lang, aber wirklich so, ihr wisst, was für Geräusche das sind, an was uns das alle erinnert. Das erinnert uns an die Gedanken, die wir alle haben, wenn wir um 2 Uhr nachts an Philipp Amthor denken, wenn ihr wisst, was ich meine. Oder ist es nur unsere Fantasie? Also Philipp Amthor hat anscheinend einen kleinen Shitstorm gekriegt, weil er nicht wusste, wie er seinen Gaming-Controller hält. Er musste erstmal lernen, wie man den Gaming-Controller hält. Ja. Aber dann hat er es anscheinend gelernt. Da sieht man das auch im nächsten Clip sofort, dass er weiß jetzt, wie man seinen Controller hält. Ich habe
beginnend ist jetzt. Ich hatte vorhin noch eine Nachricht, dass jemand gegrüßt werden soll. Stellt euch vor, ihr versucht eine hippe Wahlkampfstrategie aufzubauen und versucht junge Spieler anzulocken und dann hält ihr euren Controller so. Wenn es schon daran scheitert, wie man den Controller hält, ich meine, die haben Berater für tausende Euros und so weiter und dann hält man den so. Ich weiß nicht mal, wie man so zocken kann. So würde den noch nicht mal mein Großvater halten. Oder was sagst du dazu, Philipp Amthor? Auch wenn wir immer noch nach einem Spiel suchen. Was war das? Das ist wirklich, ich habe das jetzt nicht versteckt oder so. Das war im Stream so. Ich verstehe es nicht. Nach einem Spiel so. Naja, der Stream ist vielleicht etwas nach hinten losgegangen. Die Memes und alles andere sind vielleicht auch etwas nach hinten losgegangen. Sieht man ja auch an den Accounts. Ich meine, die haben nach so langer Zeit selbst auf TikTok so wenig Abonnenten. Ich meine, sogar irgendwelche Anime-Edits haben mehr Abonnenten, die einfach nur irgendwelche Clips zusammenschneiden. Irgendwelche fünfjährigen Kinder haben mehr Abonnenten, als sie hingekriegt zu sammeln. Ja gut, wir wollen sie jetzt nicht auf ihre Abonnentenzahl reduzieren. Vielleicht haben sie auch andere Qualitäten. Zum Beispiel Philipp Amthor, der an der Spitze ist. Da habe ich mich gefragt, wer ist das überhaupt? Was hat er so in letzter Zeit gemacht? Da habe ich zufällig entdeckt, dass er versucht hat, 2020, ja, das war erst letztes Jahr, gegen Bezahlung, Unterlagen und Dokumente und Kontakte zu schnüren, damit das Unternehmen quasi eine privilegiertere Position hat. Und das ist ans Tageslicht gekommen. Alle Dokumente, Anlagen, alles ist ans Tageslicht gekommen. Dafür hat er sich auch entschuldigt. Das ist ganz schön interessant, aber das war bestimmt nur einmalig, oder? Das passiert nicht häufiger bei ihm, oder? Ich glaube, diesen Witz fanden Armin Laschet und Philipp Amthor gerade ziemlich lustig. That man's an imposter. That man is the imposter. Meint ihr, die würden mich bei CDU Connect jetzt auch Memes machen lassen? Ihr könnt mich gerne anschreiben, CDU Connect, ich bin da. Jetzt wird es erst richtig interessant, denn vor einigen Tagen, wenn ihr dieses Video gerade seht, habe ich entdeckt, dass es wieder Lobby-Skandalvorwürfe gegen Philipp Amthor gibt, da er anscheinend gegen eine Spende von TikTok versucht hat, das ein oder andere Rädchen zu drehen, sage ich mal. Dafür gibt es zwar noch keine handfesten Beweise, aber ihr wisst ja, wie das läuft. Alles mit der Zeit. Deswegen schon ziemlich interessant, wie sich das weiterzieht, die Korruption bei der CDU. Und dass Philipp Amthor noch einen anderen Skandal hatte vor 2 Wochen, dass er ein Bild aus Versehen mit Nazis gemacht hat, darüber will ich gar nicht erst reden. Also ich will das Video nicht zu lange halten. CDU Connect, was halte ich davon? Was ist das Fazit? Ich würde sagen, eine vorprogrammierte Katastrophe, die halt in einer Katastrophe geendet ist. Ich hoffe wirklich für die Zukunft, dass man das noch irgendwie retten kann, dass sie sich irgendwie Experten holen, die unter 30 sind, die sich etwas damit auskennen, damit das irgendwie in die andere Richtung gelenkt werden kann, weil das, was da wirklich sich abspielt, das ist noch nicht mal Facebook-Niveau, das ist wirklich das verzweifelte Versuchen von Wahlkampf. Das ist aber kein Wahlkampf, das ist, ich weiß es nicht. Ich war wirklich einfach nur entsetzt, aber manchmal fand ich es auch wirklich sehr lustig und amüsant. Was haltet ihr von CDU Connect? Werdet ihr jetzt die CDU wählen? Werdet ihr es nicht? Hat es euch geholfen? Mögt ihr CDU Connect? Mögt ihr die CDU überhaupt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Das war's wieder mal von mir heute. Ich habe jetzt ein bisschen Kopfschmerzen im Land der Kopfschmerzen, wie die sagen würden. Deswegen, das war's. Danke bis zum Ende, dass ihr zugeschaut habt. Ich liebe euch alle. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao. Seht ihr das? Da ist eine Träne runtergekommen. Ich wollte es nur zeigen, damit ihr nicht denkt, ich lüge.